Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf. Wir spielen weiter Space Space 9. Nee, Space Space DF-9. So sieht das nämlich aus. Okay, letzte Folge haben wir uns hier diesen Partyraum gebastelt. Und ich habe auch Kommentare gelesen. Ich habe jetzt alles vergessen, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, aber ich habe mir so Hosentaschenpläne gemacht. Und ja, mir ist sehr wohl aufgefallen, dass ich nicht darauf geachtet habe, dass manche Sachen noch nicht fertig gebaut waren, als ich sie gebaut habe. Zum Beispiel war das letztens hier mit diesem komischen Oxygen-Recycler hier. Der war die ganze Zeit gelb und ich dachte, ich brauche einen zweiten. Stimmte gar nicht. Naja gut, jetzt haben wir halt einen mehr, ist ja auch nicht schlimm. So. Okay, jetzt nochmal ganz kurz resümieren. Wir haben hier übrigens, genau, und das war auch das große Thema in den Kommentaren, das lustige Gesicht. Und zwar, wenn dieses Gesicht nicht gut ist, so wie hier, dann kriegen die Leute schlechte Laune. Und schlechte Laune führt zu ganz schlimmen Dingen. Also die können auch andere Leute angreifen, die können durchdrehen, die können sich dann selber umbringen, manchmal. Und das macht wiederum die anderen sehr traurig und das möchten wir eigentlich nicht. Das heißt, wir müssen Jess mal umtechnisieren zu einem Doktor. Das ist doch relativ wichtig. Und Kroboro Ogo ist zwar ein sauguter Miner, aber er macht es halt so mittel gerne, ne? Aber ich glaube, das lassen wir. Ich finde, mittel gerne ist eigentlich völlig in Ordnung. Wobei, er wäre gerne Botanist. Wenn wir irgendwann mal einen Garten haben, dann können wir ihn ja zum Botanisten machen. Nicht wahr? Okay, back. Der ist hier am Mine, das ist gut. Okay, und da haben wir auch schon auch so eine Sache. Was ist hier denn? Was ist das denn? Das ist ein Stück Wand, ne? Komisch. Ja, wir müssen nämlich groß denken. Und das bedeutet, wir brauchen hier bald irgendwann... Brauchen wir hier die anderen Sachen hier. Das hier zum Beispiel, das hier. Ich glaube, es wäre ganz cool, wenn wir hier was bauen würden. Einfach nur Airlock, Raffinerie und Strom. Dafür brauchen wir aber Kohle, ne? Das heißt, wir geben jetzt hier keine Kohle mehr aus. Wir ziehen das Ganze hier ein. Wie viel kriegen wir dafür? Ich weiß es gar nicht. Ups. Mind that shit. Wir haben hier noch... Sind das jetzt noch übrige 3700? Das müsste ja reichen, ne? Das müsste ja eigentlich reichen, ne? Und dann würde ich hier als nächstes, bevor wir großartig weitermachen, würde ich gucken, dass wir hier weitermachen. Und zwar eine zweite Basis bauen. Ich hoffe, das geht. Warum ist der Strich da unterbrochen? Warum gehen hier die Striche auseinander und mögen sich nicht mehr? Wir wissen es nicht. Aber man muss immer mal wieder erwähnen, ne? Das ist eine Alpha, Leute. Das müsst ihr immer beachten. Wenn ihr an Sachen denkt. Oder wenn ihr Sachen seht und dann an Sachen denkt. Wir haben hier keine Informationen. Das ist eigentlich ganz gut. Das bedeutet, alles ist einigermaßen im Rahmen. Ich habe gelesen, jeder Bewohner hier hat irgendwelche persönlichen Sachen, die er natürlich hier irgendwo hinstellen will. Aufs Shelf oder hier auf die Schränke und so. Sieht ganz hübsch aus mittlerweile, ne? Und die tauschen das wohl auch untereinander. Habe ich gelesen. Das finde ich alles sehr gut. Das sind alles Sachen, die finde ich sehr gut. Hier scheint tatsächlich alles zu laufen. Wir könnten ja schon mal anfangen drüben, das Ding zu planen. Jetzt wollte ich noch einmal in den Roaster gucken, ob wir hier noch Gefahrenfälle haben. Gefahrenquellen sozusagen. Jolie Sinclair ist Bilder, macht da jetzt Mittel gerne. Vielleicht ist auch eine sie. Wäre viel lieber meiner. Das will ich ihm eigentlich jetzt nicht nehmen, ne? Komm, Jolie, dann machst du jetzt hier einen auf meiner, Hannes. Freude, Freude, überhaupt... Oh, das ist hier überhaupt keine Freude. Ursula! Ursula, du machst ja auch gar nicht so richtig gerne, ne? Doktor, aber das kannst du nicht gut. Scientist. Ja, da wollen wir auch noch hin. Wir wollen auch noch Sachen erforschen, aber im Moment möchte ich das eigentlich nicht. Ja, Ursula, was machen wir denn jetzt mit dir? Du hast doch eh die meiste Zeit einfach nichts zu tun. Das ist doch ganz gut. Du Arsch. Ach, Mann. Ja, sie jetzt zum Doktor machen. Vier Securities sind eigentlich ganz gut. Eigentlich sind die ganz gut. Hier haben wir noch einen Doktor mit nur einem Sternchen. Auch nicht cool eigentlich. Du könntest auch noch Technician sein. Ach, da habe ich aber gelesen in den Kommentaren. Technicians sollten alle mindestens 3 Sterne haben, weil sie sonst Sachen abfackeln lassen. Ah, Sam ist auch unglücklich mit seinem Job. Scheiße. Okay, aber 3 Technicians finde ich doch eigentlich sehr, sehr wichtig zum Überleben. Wir riskieren das jetzt, wir wollen ja auch ein bisschen Risiko haben. So, dann habe ich gelesen, das Ding muss doch eigentlich auch gewartet werden, aber ihr seht, Condition 100%. Also anscheinend doch nicht. Wir bauen doch trotzdem eine Tür rein, die ist auch unglaublich günstig. Insofern mache ich mir da keine Sorgen.
Option Zones in the door. Zack, Bild, komm. 12 können wir uns locker leisten. Dann wird hier eine Leiche gerade reingeschmissen. Wo kam die Leiche jetzt her? Oh, da ist gerade jemand gestorben. Ist verhungert? Starvation, sie ist verhungert? Bonnie! Bonnie, nein! Jetzt werden bestimmt andere Leute traurig. Guck mal, sad. Was ist hier mit dem? Sad. Neutral. Der hat das wahrscheinlich noch nicht mitbekommen. Der ist neutral. Extremely angry. Wieso ist denn Ursula sauer? Oh, 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 oh. Oha. Ursula. Ursula. Wo bist du? Aber das war Katz. War das die Katz? Oder war das die Garibaldi? Na toll. Wo ist sie jetzt hin? Ursula Katz. Ist richtig sauer. Die ist richtig sauer. Okay. Ups. Dann, liebe Frau Katz, ändern wir das jetzt. Hä, warte mal. Aber Katz ist doch hier zufrieden. Warum ist sie denn sauer? Und hier sind 5 Sterne jetzt. Oh. Krass. Wir haben echt unglaublich gute Miner. Ja, aber was machen wir mit der Katz? Die ja eigentlich zufrieden ist mit dem, was sie da macht. Gar nichts machen wir mit der. Dann dreht die halt bald durch. Mir doch egal. Pfuh. In der Bar ist irgendwie nie jemand. Muss mir das jetzt Sorgen machen? Oder ich weiß es nicht. Wir basteln jetzt hier erstmal an unserem nächsten Airlock. Ich hoffe, das geht jetzt einfach mal so. Lalalala. Lalala. Ach, dass wir Strom brauchen, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ne? Und der Raum muss auch noch so unglaublich groß sein. Oha. Oha. Wir bauen das so in die Mitte, ne? Wir bauen das so in die Mitte. So, erstmal Airlock. Machen wir den so groß? Nee, warum eigentlich, ne? 2 Türen, ein so ein Umzugsding. Reicht sowas wie völlig. Bam, Airlock. Ich hoffe, ich kann da noch richtig bauen. Wobei ich ja jetzt noch... Warum ist die Musik aus? Hallo? Das... Ach so, weil... Also es ging ja nicht weiter, weil ich in dem Menü war. Aber warum die Musik aus ist? Weiß man jetzt nicht. Okay, scheiße drauf. Was ist hier? Blut. Da ist ein Blutfleck im All. Könnten wir das bitte sauber machen? Könnte sich doch mal bitte jemand drum kümmern. Also ich bitte euch, ja. Ich bitte euch. So, warte mal. Dann haben wir jetzt hier den Raum schon mal. Und dann können wir eigentlich, wir wissen ja nicht, ich weiß ja nicht jetzt aus dem Gefühl heraus, wie groß so ein Reaktor ist. Wie viel Raffinerien kriegen wir hier rein? Ich würde so 2 würde ich mir wünschen. So, 2 Stück. Sowas. Ja. Und dann müsste ich... Ups, das wollte ich nicht. Mach mal Confirm, aber dann erasen wir noch was hier. Erase sowas. Confirm, so. Oh Mann, die Arbeiter werden es echt weit haben. Ich hoffe, das reicht mit dem Sauerstoff und so. Oha. Und wie wenig Kohle wir ja nur noch haben. Den Raum für den Reaktor kriegen wir so gar nicht hin. Wie groß ist der? Guck mal, wie groß der hier ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich zähle das, was dahinter doch ist, weißt du? Hier ist doch bestimmt auch noch einer, oder? 1. Oder ist das der erste? Warte mal. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 8 mal 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 8! 8 mal 8. Ja, da kommen die Bilder. Okay, dann bauen wir das auch nochmal. Dann haben wir keine Kohle mehr zum Reagieren auf irgendwas, aber pff. Okay, also. 6 mal 6. 8 mal 8. Müssen wir ja, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, was kostet der Spaß? 600. Oh, unglaublich viel. Sowas. Oh je, wir haben keine Kohle mehr. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ich hoffe, die Arbeiter sterben nicht. Weil sie irgendwie nicht rechtzeitig zurückkommen. Wie viel hat der jetzt noch? 6 Minuten. Okay. Some parts of your base have unmet power. Ich hoffe, da geht es jetzt hier rum. A ship. Hey there. How you doing, eh? We were just shuttling past your base and figured out we'd stop by and give you dudes a shot out. Ja, hatten wir schon mal. Ich glaube, die sind nett. Irgendwer schrieb, ja, an manchen Texten erkennt man, ob das Raider sind. Bei manchen steht es oben drüber. Stimmt, habe ich gesehen.
So, jetzt haben wir aber, warte mal, 20 Leute und 19 Betten. Habe ich recht? Ja. Aber das ist total okay. Für mich jedenfalls. Guck mal, David. Hallo, David. Na, David, was kannst du denn gut? Du kannst ein guter Arzt sein. Das finde ich sehr angenehm. Ich würde gerne zum Beispiel Ivan da wegnehmen, weil der hat nur einen Stern. Das ist nicht cool. Okay, was kann Ivan noch gut? Er ist ein Technician, aber nur mit einem Stern. Nur mit einem Stern. Ich dachte, das ist nicht gut. Aber wir brauchen 9. Vielleicht, weil er so gut gelaunt ist dabei. Vielleicht wird er dadurch besser, ganz schnell. Und dann ist das toll. Gut, dann machst du das jetzt. Und wir haben hier den 4. Arzt. Dann. Ich habe hier noch niemanden feuern gesehen, ne? Ich würde ja wahnsinnig gerne, würde ich so eine Party Space Station hier basteln. Aber schauen wir mal, ob das mal was wird. So, was ist mit deren Sauerstoff hier? Noch 5 Minuten. Ich hoffe, ihr fliegt rechtzeitig los, Leute. Wenn nicht, bin ich richtig sauer. Wenn nicht, bin ich richtig sauer. Achso, und dann lass uns doch mal... Weil die Betten sind ja alle zugewiesen, ne? Lass uns doch mal gucken. Es gibt doch hier... Ich komme immer durcheinander mit dem komischen Menü. So, All Zones, Life Support Residence. Dann gibt's hier noch diesen Teppich. Könnte man so vor ein Bett machen. Dann könnte einer wie so ein Hund davor schlafen. David nämlich. Confirm. So. Kann ich das nicht auswählen, das Ding? Residence Assignment. Ach, und dann wird mir angezeigt, wer diesem Raum zugeordnet ist. Okay. Ja, ich hatte ja schon überlegt, ne? Man kann ja auch... Ich habe Sachen gesehen, ich habe Bilder gesehen im Internet, das glaubt ihr nicht. Ich habe Leute gesehen, die haben den Space Stations... Haben sie quasi mal den Millennium Falcon aus Star Wars nachgebaut und so. Fand ich ganz interessant. Ah, und die Bilder fliegen jetzt da wieder hin. Das heißt, die sind rechtzeitig zurückgegangen, oder? Der hier noch nicht. Kent. Kent Baker. Einsam und alleine baute er an dem neuen Teil der Space Station. Allerdings wusste er nicht, dass er viel zu wenig Sauerstoff dabei hat. Die Anzeige war kaputt. Habt ihr Gravity gesehen? Oh. Guter Film. Guter Film. So, jetzt ist hier... War hier eben die ganze Zeit kein Strom, oder was? Und jetzt ist hier wieder Strom. Oder war Nacht, oder sowas. Okay, ich muss mal ganz kurz hier pausieren. Was ist denn hier alles los? Also, Grobobor technischen Skill has increased. Das ist gut. Derelict has appeared. Derelict, habe ich gelesen, ne? Das ist so Überbleibsel, das sind so Reste, das ist so Dreck, Müll, Überbleibsel, Dingsens. Ja, ja, ich hab's gelesen. Oh! Okay. Ja, und wie? Also, oh, fuck. Ich würde das so gerne mal auschecken noch. Aber ich wüsste nicht, wie halt. Sehr, sehr ärgerlich. Muss man da vielleicht einfach nur hinbauen? Nur hinbauen. Als wenn das so einfach wäre. Oh, ich sehe aber gerade... Oh, shit. Okay, also das Zeug hier ist aus. Wenn die Miner jetzt irgendwo anders minen wollten, dann wird das ein Problem. Aber ich glaube, wir haben genug Kohle, um das hier quasi fertig werden zu lassen. Wir müssen dann halt nur den Airlock fertig bauen und Strom dahin bauen. Was mit Kent? Wie heißt er? Kent. Kent, du musst zurück. Sehr gut. Sehr gut. Ich dachte schon. So, im Moment ist alles gut. Wir könnten sie noch das hier meinen lassen. Ich denke, das sollte noch klappen, ohne dass da jemand stirbt. Ja, sowas. Mine, confirm. So. Skill ist, noch ist alles ruhig. Irgendwas ist ohne Strom. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass es sich hier umhandelt, ja. Wir haben jetzt die Zeit auch sehr, sehr schnell am Laufen. Sauerstoff. Ah, du fliegst schon weg. Das ist gut. Du hast noch... A ship. Okay, Space Bus. Starship Information unavailable. Hey, there, how you doing? Hey? Okay, die nehmen wir auch noch mit. Da ist schon wieder jemand gestorben und ich habe es nicht gemerkt. Mann, das ist nicht cool. Ich fürchte, dass dadurch halt die anderen auch schlechte Laune kriegen. Und sie ist not good. Was ist jetzt hier? New Citizen. Ah, gleich 2 Leute. Das finde ich sehr gut. Oder? Habe ich das jetzt richtig gelesen? Nee, nur einer. Okay. Was kannst du denn gut? Du kannst gut bilden. Das nehme ich gerade, weil wir ja auch gerade am Rumbauen sind hier. Okay. Okay. Wieso ist der nicht suffocating? Oh, der... Huboga Oga hat sich jetzt ein bisschen Zeit genommen. Mit dem Sauerstoff zurückholen. Das ist nicht gut, Leute. Das ist überhaupt nicht gut. 40 Sekunden noch. Er müsste es schaffen, wenn jetzt hier keine Schlange entsteht. Ah, sieht doch eigentlich ganz gut aus.
Aber er ist traurig. Warum denn? Hupoga, Oga. Du musst cool bleiben. Immer noch traurig. Guck mal, wie traurig der ist, dass er so komisch läuft. Jetzt nicht mehr? Wie? Und jetzt geht er wieder arbeiten, oder was? Naja, gut. Wenn du das sagst. Übrigens, was ich noch machen wollte. Das geht nicht hier. Ach so, jetzt müsste ich die suchen, oder was? Och, das geht aber gar nicht. Warte mal, wenn ich jetzt hier drauf drücke. Aurora? Nein, jetzt habe ich hier drauf gedrückt und sie ist nicht mehr assigned. Na toll. Jetzt müsste ich die per Hand hier suchen, ne? Wo ist fucking Aurora? Warte mal, wenn ich hier auf den Roaster drücke, Aurora drücke. Ah ja, okay. Sie ist doch hier zugewiesen. Naja, auf jeden Fall benennen wir jetzt Aurora um. Ihr wisst schon. Oh, jetzt habe ich aus Versehen einen Screenshot gemacht. Erna! So. Ihr wisst nämlich, Erna ist eine saugute. Was macht die nochmal? Erna ist eine saugute Minerin. Mit 5 Sternen. Das ist unglaublich. Das ist nun wirklich unglaublich. Und Kuroboko Ogo ist Techniker, aber so ein bisschen mittel gerne. Dann ist das hier jetzt unser neuer Hans Joachim. Hans Joachim. Oh. Hans Joachim. Sehr gut. Der pennt aber gerade. Ich wollte nicht stören, Digga. So, wie sieht's aus hier? Die Wand ist noch nicht fertig, wird sie aber jetzt. Gut, wir haben 1500. Das müsste eigentlich reichen für einerseits nicht Room, sondern Construct Object. Oh, jetzt habe ich es zu groß gebaut. 6? Wieso denn nur 6 groß? Was habe ich denn? Wo habe ich mich denn vertan? Hat das nur die Außendinger gezeigt? Na, ganz toll. Na gut, bauen wir das Ding trotzdem hier mal ganz cool hin. Was hat das jetzt gekostet? 200 noch was, okay. Dann bauen wir jetzt hier den Airlock. Konstruktion. Object. Airlock. Airlock Door. 1, 2. Sollen wir hier auch noch eine reinbauen? Nee, warum denn? Und noch ein Spacesuit Locker. Sowas. Confirm that shit. Und Construct. Object All Zones Door hier. Confirm. Und Matter Refinery. Sowas. Jetzt könnten wir eigentlich die Miner hier pennen lassen, ne? Dann könnten wir den jetzt hier in Schlafraum bauen. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Wie viele Miner haben wir denn gerade? Wir haben gerade 4. Ich würde es erweitern für vielleicht eventuell noch mehr Leute. Ach, dann wir brauchen hier noch Sauerstoff, Leute. Oh. Ah, siehst du? Nicht aufgepasst. Nicht aufgepasst. Bauen wir mal hier ran. Wie viel Recycler? 3? 4. Für, wenn das mal hier größer werden muss, ne? Wie viel kostet das? 338? Ja, komm. Scheiße, daran habe ich jetzt nicht gedacht, ne? Dass hier eigentlich noch ein Sauerstoffding hin muss. Uncool. Und hier ist noch alles gut. Ich habe immer noch kein Feiern gesehen hier. Können wir mal hier... Das finde ich doof. Ich fände das toll, wenn wir hier mal jemanden sehen würden, der immer ein bisschen feiern geht. Guck mal, wieso trainierst du hier? Hier ist doch der Trainingsraum, Digga. Auch noch im Airlock. Ah, die Tür geht jetzt auf. Die Tür kann nicht aufgehen, weil du da drin bist. Typ! Geh weg! Geh fucking weg! Meine Fresse! Aber bei sowas fällt mir ein, es gibt ja die Möglichkeit, so eine Art Gefängniszellen zu machen. Guck mal, der steht da immer noch rum! Die warten die ganze Zeit! Oh! So, jetzt, na endlich! Und der hier, Patrolling. Achso, Ursula. Du machst hier einen auf. Mal überprüfen und alles, okay. Ja, wir müssen hier, wie gesagt, immer noch das Ding zu Ende bauen. Und es gibt, man kann Gefängnisse bauen. Also so kleine Zellen, so Räumchen, wo man denen dann sagen kann, geh da jetzt rein, beruhig dich. Das müssen wir auch noch machen. Ich finde, das machen wir auch. Und zwar hier unten. Zack, zack. Machen wir nicht allzu groß. Da muss jetzt so ungefähr ein Bett reinpassen vielleicht. Oder sagen wir mal 2 Betten. Space Bed. Wieso passt hier nur 1 rein?
Ups. Nein. Cancel. Construct Room. So. Zwei Space Beds. Zack. Können wir da direkt noch eine Tür hinbauen, aber noch nicht. Noch nicht. Komm, baut das erstmal. Und dann machen wir mal auf ein bisschen schneller. Ich will jetzt hier nämlich den Sauerstoff drin haben. Warum hier noch kein Strom ist, weiß ich nicht. Das Ding ist jetzt aber schon gebaut, oder nicht? Weil Strom müsste ja auch nicht drin sein, ne? So, warte mal. Construct, Object, Life Support, Oxygen Recycler. Und hier habe ich mich schon wieder verbaut, ne? Einen Streifen nach oben zu viel gemacht. Oh, ist das ekelhaft. Wobei, da kann man dann auch andere Sachen hinbauen. Ist auch in Ordnung. Okay, zack. Und zack. So ein bisschen versetzt. Ist cool, ne? Ist voll cool, ne? Okay. Wir brauchen noch Türen, sehe ich gerade. Object, All Zones, The Door. Tür. Okay, Fire Extinguisher, immer gut, immer gut. Sowas. Jetzt haben wir wahrscheinlich kaum noch Kohle. Naja, geht so. So, und dann müsste das hier irgendwann mal endlich laufen. Ich denke mal so spätestens ab der nächsten Folge. Ich hoffe drauf. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Tobt euch in den Kommentaren aus. Gebt mir Tipps. Ich krieg nie genug davon. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das war Fischkopf. Bis dann und tschüss.